Aus Sicherheitsgründen ist die Eingabe der Anmeldedaten in einem vorgegebenen Zeitraum erforderlich. Dieser Zeitraum wurde überschritten. Wir bitten Sie, die Anmeldung zu wiederholen. I am not Berlin. Jörg, du hast dich aber fein gemacht. Gehst du aus? Mhm. Mit einer Frau? Mhm. Mit Jana? Nein. Jana hat mir klipp und klar gesagt, was sie will. Oder besser gesagt, was sie nicht will. Oder noch besser gesagt, was sie will und gleichzeitig nicht will. Und deswegen frage ich mich, wie unsere Beziehung weitergehen soll. Ich finde das ganz gut, dass Jana dir sagt, was sie will und was sie nicht will. Es ist nur schwierig zu akzeptieren, dass sie nicht nur mich liebt. Aber in Berlin schlägt das Herz doppelt so schnell wie anderswo. Sagt Vovi. Ja, und? Das heißt, ich kann in der gleichen Zeit doppelt so viele Menschen lieben. Oder doppelt so stark, oder? Was bedrückt dich denn, Wilma? Ich merk's dir doch an. Ach, es ist nichts. Nichts? Nein, nichts. Na gut, dann doch. Jemand erpresst mich. Was? Erpressung? Ja, jemand hat eine Info und damit er sie nicht verrät, soll ich jemanden auf die Party einladen, den ich nicht so gerne mag. Rihanna? Roland Koch? Heinrich Brilleur? Nein, es ist das 19. Jahrhundert und das möchte ich einfach nicht. Wenn das 19. Jahrhundert auch auf die Party kommt, dann ist die Luft raus, dann fehlt einfach die Spannung, dann ist nicht genug Spannung für die kommenden Folgen da, nicht mal für den Cliffhanger. Cliff? Cliffhanger, das ist doch mein Ex-Freund. Den meinte ich ja jetzt nicht, ich meinte... Diesen Cliff? Zeig mal. Auf dem Bild? Ein Promofoto, ja, das ist er. Hallo, hier ist Steffen. Also, Steffen von Jörg und Wilma und Nadine und Jana und Ben und Patrick und Steffen und Anna. Hallo, Steffen. Was gibt's? Können wir uns treffen? Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas sich anbahnt, ohne sagen zu können, was es genau ist. Irgendwas, was Anna vorhin gesagt hat, hat in mir eine Reaktion ausgelöst, die ich nicht kenne. Eine Art... Allergie? Etwas zwischen dunkler Vorahnung und Allergie und dem Gefühl, das zurückkommt, was ich nicht selbst erlebt habe. Ich komme gerade nicht mit. Was vielleicht diese Stadt mal erlebt hat. Komm nicht. Aber ich nicht. Ich komm nicht mit. Was meinst du? Du warst doch immer für mich da. Tut mir leid, Steffen, da bin ich gerade zu. Mach's gut, ja? Versteh mich nicht falsch, ich weiß, Distanz ist ganz gut. Das habe ich beim Lesen von Luhmann jetzt auch gemerkt. Etwas Distanz tut doch gar nicht weh. Sie hilft dir sogar, oder? Und das ist der Grund, warum du heute Abend ausgehen willst. Schon möglich. Ist dir eigentlich bewusst, welche Konsequenzen der heutige Abend haben kann? Nein. Wieso denn? Ach, jetzt stell dich nicht so dumm. In diesem Buch hier stehen Adressen von Orten in ganz Berlin. Du denkst, du brauchst nur einen dieser Orte anzurufen und schon bekommst du ein Abenteuer, wie du es dir schon immer gewünscht hast, ohne große Probleme?
Jetzt überleg doch mal, Jörg. Du siehst das zu locker. Was das für Folgen haben kann. Es ist euch endgültig gelungen, mir diesen Abend zu verderben. Geht ihr dann wenigstens mit mir ins Kino? Was kommt denn für ein Film? Die Buddenbrocks? Nein, Berlin-Ernst-Reuter-Platz. Ein Film von Fassbinder, Riefenstahl und Speer. Da kann ich aber auch rausgehen und mir die Ost-West-Achse von Berlin so anschauen. Ohne Leinwand. Na dann, viel Spaß. Du meintest es nicht, Wilma, aber du hast dich verplappert. Nadine, es tut mir leid, ich wusste doch nicht, dass du immer noch so sehr im Griff... Nadine, es ist doch nichts passiert. Ich habe ein altes Foto von Cliff betrachtet, mich an damals erinnert, an eine Liebe, die niemals stattgefunden hat. Du bist nicht hergekommen, um deine Liebe zu Cliff, die nie stattgefunden hat, mit alten Fotos Revue passieren zu lassen. Wilma, wir können keine Freunde sein, solange du dich noch zu Cliff hingezogen fühlst. Das kann ich, das will ich mir ersparen. Das klingt ja nach einem Ultimatum. Du weißt, nach der WG-Party bei Steffen fliege ich geschäftlich nach Paris. Ich möchte, dass du dir Zeit nimmst, darüber nachzudenken, was du willst und wen du willst. Nadine, ich will mit dir befreundet sein. Wenn du mich wirklich in deinem Leben haben willst, dann sei offen zu Cliff und sag es ihm endlich. Dass ich in ihn verliebt war, aber unsere Liebe nie stattgefunden hat? So einen Schmerz will ich in meinem Leben nicht mehr ertragen. Das wünsche ich weder dir, noch wünsche ich es mir.